Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum, ja, S22 auf der, wunderschönen Backhofberg mal wieder gemeinsam mit dem Randy. Hallo! Grüße, schönen Samstag euch gewünscht, schönes Wochenende. So, und wir sind immer noch beim Randy, machst die Ballen jetzt nackig? Naja, will ich eigentlich gar nicht, ich will die eigentlich nur, nimm sie nächsten. Ja. Will eigentlich nur, oh. Ja stimmt, die kann man ja aufschneiden, wollte ja. Ich gar nicht. Will die eigentlich nur über Spanngurte befestigen, aber das ist eine Doppelbelegung, wie ich sehe. Ja. Das ist natürlich auch wieder schlau. Also einer kommt noch. Müssen wir es halt darüber machen. Ach mehr, sag mal. Sag mal, Steffen. Die anderen sind noch nicht fertig, die müssen noch. Wie? Die sind noch nicht ready. 5000, ach ja, gern 9%. Ja. Die haben wir erst vor kurzem gemacht. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob du Rundballen stackst oder ob du halt Quader, ne? Weil Quader einfacher. Also einfacher im Sinne von, ich bin mehr dran gewöhnt. Ne? Normalerweise würde man auch nicht reinpieksen, ne? An alle Realismus-Spieler, man würde natürlich eine Ballenzange nehmen. Aber ja, so ist das. So, dann haben wir das schon mal fertig. Können wir da weiter? Ich kann mir mit Lenkrad machen, ne? So, dann können wir das schon mal wegpacken. Sehr schön. Ja, schon wieder Wochenende, ne? Nächste Woche schon wieder FSL. Da bin ich schon wieder auf Reisen. Ein Wahnsinn. Ja, da hieß es dann ja irgendwie, da geht Challenge nicht im Idee, aber sie hauen doch erst Freitag ab, oder? Ich hau Freitag ab. Nee, das geht ja doch auf die Woche. Na klar. Aber nee, Denise hatte nur angenommen, dass ich schon wieder eher weg bin. Ich so, nö. Also. Nee, alles gut. Das passt soweit und ja, dann ist ja dann das, warte mal, September, Oktober, das vorletzte Turnier, ja. Und dann im Oktober nochmal eins und dann ist ja das WM-Finale. Dann in. Wir mal sehen, wo also es ist. Vorvorletzte. Was? Also machst du dann das Vorvorletzte? Ja, Vorvorletzte, genau. Vorletzte ist dann im Oktober, im November dann die Finals. Richtig, genau. Ja. Ja, bin mal gespannt, wer wieder gewinnt. Ich tippe mal auf Trelleborg. Es sei denn, die treten einfach mal nicht an, ne? Was haben wir denn für Aufträge, Randy? Lass uns doch mal gucken. Haben wir irgendwas? Oh, wir haben Saatgutaufträge hier. Oh, für 41.000, Randy. Aber mit einem richtig schönen. Da miete ich mal. Da habe ich ja Bock drauf. Hopp. Ich parke den anderen mal. Wir können natürlich auch noch mit unserer Saatmaschine noch ein bisschen was machen. Aber den. Das ist, denke ich mal, was Gutes. Hast du schon verkauft? Nee, bin noch dabei. Ui, guckt euch das mal an, Leute. Das ist ja auch gut damit zu fahren hier auf der Map. Mehr Power. Ein Case Steiger, Randy. Mit Doppelbereifung. Mit Zwillingsbereifung. Und eine Amazone hier hinten dran. Köstlich. Denste. Super Auftrag, ja. Finde ich gut. So. Ach, wir brauchen noch Saatgut, ne? Haben wir nicht den Saatgutzähler? Ne, haben wir nicht mehr mit drauf, ne? Nee. Schade. Was muss denn da drauf? Da muss drauf, ich nehme die anderen auch mal an. Bup. Die Aufträge verschwinden jetzt auch nicht mehr, ne? Die bleiben jetzt dauerhaft drin. Hafer muss drauf. So, ist denn Hafer hier? Das ist Hafer, ne? Gut, dann machen wir einmal alles aus hier, auf Minimum. Wie war das hier nochmal? Automatische Saatstärke deaktivieren und dann mit, Umschalt J und M. Nee, N war es. So, ich mache das Ding immer voll. Da kaufen wir nochmal ein paar Big Bags. Feld 19, by the way. Mal wieder, ne? Ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich kaufe mal so 4. Big Bags sind 8000 Liter. Ja, das müsste reichen. Glaube ich dafür. Sehr schön. Ja, ansonsten gibt es ja immer, auch bei dir, Randy, DFV, ne? Immer über der Woche, ne? Jojo. Ja. Und was ist euer Plan bei DFV? So weiter ausbauen erst mal die Sachen? Erstmal die Woche auffüllen, wenn nichts gemacht wurde. Ja, gut, du warst jetzt gar nicht da und Denise war ja krank, ne? Das ist echt. Ja. Top-Kombi. Ja gut, was willst du machen, ist halt so, ne? Ich war jetzt auch nicht wirklich aktiv in der letzten Woche. Ich glaube, ich war einmal morgens, bevor ich
zu Gamescom gefahren bin, einmal kurz drauf und das war's dann auch, ne? Also mehr. Aber wir haben einen Fall gehört, oder? Ne? Die ist doch die Elend. Die haben ja richtig reingehasselt. Wie man so schön sagt. Ich hätte mich für eine Gamescom-Sperre ausgesprochen. Echt? Ach, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Naja. Ja. Aber cool, Boxer auch mal wieder zu sehen, ne? Also war ja auch schon. Ja, der Vorwerkvertreter. Ja. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, letzte Mal auf. Habe ich den letzten Mal gesehen? Auf der Farmcon sogar. Auf der letzten. Also nicht auf der jetzt hier bei John Deere, sondern davor. 19er. Ja, ja. Kann man sehen, wie schnell die Zeit so weg ist, ne? Also, es ist schon wirklich Wahnsinn. Ich hatte den Glöbel bei der 30-jährigen Aerosoft-Feier das letzte Mal gesehen. Ja, da war ich ja leider nicht da. Da war ich ja krank. Ja. Da waren sie krank, ja. So. Da haben wir das auch. Sehr gut. Ach, du bist ja hinter mir. Oh ja. Kleines Fahrzeug, verstehen Sie? Ja, ja, ganz klein. Dezent. Dezent. Ist schon eine coole Kombi. Aber ich finde für die Map ein bisschen zu OP. Wobei für Feld 19. Ja, gut, ne? Das ist schon groß, das Feld, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das ist schon jetzt nicht so klein, ne? So, hält sich in Grenzen. So, machen wir mal Hafer drauf hier. Was hat der für eine Breite? Boah. 15 Meter, das ist schon mal ordentlich. Wobei mit Knicklenker aussehen, ja, ist immer so ein bisschen. Das geht schon, bist der Profi, Stefan. Ich bin Profi. Du bist Profi. Sicher bin ich Profi. Nicht. FSL, zwar nicht Platz 1 belegt, ne? Mit dem Team. Aber Profi. Weil das immer gefordert wurde, aber. Ja, die. Wurde enttäuscht. Die Manitou Ultras. Die Manitou Ultras, die haben sich aufgelöst. Ja, echt? Ja, und die haben sich aufgelöst. Ne? Scheiß Fanclub. Ja, ne? Ach, ja, die ja. Scheiß Fanclub, die haben sich aufgelöst wegen dem scheiß Team. Ja, weil nicht mehr da, ne? Ja, ja. Ja. Bitter traurig waren die. Die hätten fast eine Schlägerei angefangen. Ich wollte alle beruhigen auf Englisch. Echt? Ja, ja. Also, haben sie mit Plastebecher von Red Bull geworfen? Auch. Ja. Warte mal, sie haben den, nämlich den. Ich hab die anderen Aufträge. Wo sind da überhaupt drauf, ne? Was sagst du? Hier muss Hafer drauf, Randy. Ich fahr mal Vorgewende mit dem Großen hier. Das ist richtig. So. Ja, ansonsten dieses Jahr kein Kochstream mehr, Randy, ne? Dieses Jahr kein Kochstream, ne? Also was ist dieses Jahr? Wir warten schon seit 3 Jahren drauf, ne? Ja, aber dieses Jahr definitiv nicht. Wir haben uns jetzt auf ein Datum. Ich habe der Ansgar einfach Zeitraum geeinigt. Also Ende Januar. Ne? So, die WhatsApp-Gruppe müsste da mittlerweile da sein, Randy, wenn hier Samstag ist. Da ist auch schon ein Konzept drin. Und ja, da müssen wir uns halt mal austauschen, wie wir uns das vorstellen. Also ich würde da echt ein riesen Event draus machen. Also richtig, ja. richtig vernünftig. Mit Moderator, mit allem Pipapo, volle Pulle. Ein Moderator muss auf jeden Fall sein. Ja, muss. Und wir brauchen jemanden für die Regie. Und richtig. Wir brauchen eine Jury. Da habe ich sogar schon eine Idee, aber die will ich jetzt nicht spoilern. Und wir brauchen vor allen Dingen technisches Equipment. Ja. Kriegen wir also auch hin. Also eine Regie bringt ja nur was, wenn wir technisches Equipment dafür haben, mit dem die Regie arbeiten kann. Ja, also ja. Aber da kümmern wir uns ja, da hat ja Ansgar wieder Kontakte. Richtig. Ja. Also die würde ich sowieso anhauen. Definitiv. Also, ich weiß nicht, ob die live irgendwie Erfahrung haben, aber... Ja, ja schon. Doch. Ich meine, die hätten schon das eine oder andere live gemacht. Also Alex und so. Ja. Also ich denke, das wird in die Richtung gehen. Und dann haben wir auch, sagen wir mal, das nötige technische Know-how, was Übertragungen und sowas angeht. Ne? Also, ja. Und Internetleitung liegt eine gute an. Also ist, glaube ich, eine Gigabit-Leitung, die da anliegt. Und das ist ja mehr als ausreichend. Ne? Ja. Und da wird die geballte Prominenz da sein. Ne? Chefköche vor dem Herrn. Auf jeden Fall. Ja, Randy, der Meisterkoch. Ich werde euch alle im Grunde einen Boden kochen, werde ich. Hab schon bestellt. Eure Palette Maggi Fix für heißes Wasser. Ja, die brauche ich. Für heißes Wasser, ja.
Ja. Ja, nee, die Palette Maggi brauche ich. Ja, ja, Maggi fix für heißes Wasser. Maggi fix für heißes Wasser ist richtig. Ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, das wird cool werden. Ich habe da noch so ein paar andere Ideen. Aber wir wollen da nichts alles droppen, aber... Lieber Gott, ja. Aber es wird auf jeden Fall was Größeres. Also ich möchte daraus gerne ein sehr großes Event machen. Weil, aber da muss man halt vorher noch ein bisschen gucken, liebe Zuschauer. Deswegen wird das auch erstmal wegen Ansgar seiner Zeit. Und sehen Sie, wir müssen da jetzt natürlich auch noch irgendwelche Kooperationen ran schaffen. Ja. Weil so ein Event kann dann auch mal schnell ein paar Tausend bis 10.000 kosten. Ja, gut. Müssen wir mal gucken, ne? Hm. So wird es wahrscheinlich nicht kosten, aber. Ja, ein paar Tausend wird es schon kosten. Ja, die Lokal. Aber das ist ja kein Problem. Wenn wir das durch Kooperationen wieder auffangen können, kann das ja ruhig ein paar Tausend kosten. Ja, so zwei grundsätzliche Unterstützer hätten wir, glaube ich, schon. Ja. Ja. Vielleicht sogar noch einen dritten, aber da müssen wir gucken. Aber die Frage ist immer, kriegen wir vielleicht auch was aus dem Kochbereich? Das wäre natürlich auch geil, ne? Aber da müssen wir mal unsere Connection spielen lassen. Wollte gerade sagen. Weil vielleicht, weil mein Bruder kennt nämlich auch jemanden, der wiederum jemanden kennt, der kennt wiederum jemanden, der einen sehr bekannten Koch kennt. Vielleicht hätte der ja Zeit. So als Jury-mäßig. Ach, Jury-mäßig. Mhm. So als Beobachter, ja. So als einfach so als Reinquatscher nebenbei. Ja, oder als Gast halt, ne? So als Special Gast. Mhm. Mal gucken, ne? Ah, wir gucken einfach mal. Also Ideen also sind viele da. Also ich wäre schon dafür, dass Biolek als Gast da ist. Biolek. Alfred Biolek. Mhm. Lebt er noch? Da müsst ihr noch lernen. Boah, lebt er echt? Ich glaube, der lebt doch, ne? Aber ich hätte gerne Rainer Kallmund da. Mah, lecker, das war mir ein Stück Butter. Der Kalli wäre natürlich auch geil. Der hat abgenommen, Halleluja. Ja, ja, der hat richtig Kalli abgenommen. Wobei der, glaube ich, auch nicht ganz gesund ist, oder? Weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Also für die Leute, die Rainer Kallmund nicht kennen, sehr bekannter Fußballmanager. Viele Jahre bei Bayer Leverkusen im Amt. Und auch bekannt durch diverse lecker, lecker, Schmecker und... Werbespots und Kochsendungen, wo er immer, ja, quasi im Hobby nachgegangen ist, alles frittiert und immer schön alles essen. Oh. Das ist richtig. Ja, der auf jeden Fall, ja, gut, den, ja, Biolek, wie gesagt, wenn der noch lebt, ich weiß es nicht, aber es wäre, klar, die ganzen jungen Leute würden nichts damit anfangen können, aber nee. Wir haben ja auch ältere Zuschauer, die kennt den auf jeden Fall, ne? Ja, schreibt's mal rein, ob ihr den Rainer Kallmund kennt oder den Alfred Biolek. Wobei, lustig wäre schon. Aber an solche Leute kommst du ja nicht ran. Ich würde sogar meiner Mutter erklären, wie sie Twitch aufmachen kann. Meine Mutter würde das auch gucken. Ja, die hat übrigens gerade angerufen. Was ist der Biolek? Hör auf. Ja. Ach ja, das wäre bestimmt lustig. Aber, na, mal gucken, ne? Also, das ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, bis Januar. Und das genaue Datum geben wir dann auf jeden Fall nochmal bekannt. Dann wird es dann wahrscheinlich auch nochmal... Ja, ein Cinematic-Trailer von Ansgar geben. Ne? Ein paar Abflüge der Location. Durch die Küche fließen. Auch. Ja. Ansgar sieht sich immer noch so als Verkoster, ne? Da sehe ich ihn gar nicht. Also. Nö, der hat mitzuarbeiten, fertig. Richtig. Soll er mal seine veganen Kochkünste mal präsentieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. So, hier haben wir Tofu, hier haben wir eine Zucchini und hier haben wir Wildkräuter. Ja. So, nimm das Tofu, haut ein bisschen Wildkräuter dran, schnibbel die Zucchini rein, misch das eh mal kurz mit veganem Salatdressing und sagt, hier Jungs, bin fertig. Ja, köstlich. Und ich denke, das ist die Abfallschale, weißt du, vom Komposter und schmeiß es weg. So wird es sein. Ja. Ja, mal sehen, ne? Also... ist doch einiges zu tun, aber ich habe da mal auch mal so Bock auf so ein großes Event. Also hätte ich Bock, müssen wir uns jetzt überlegen, ob man es über einen Kanal macht, über mehrere Kanäle. Also meine Meinung ist, wenn man es über einen Kanal macht, wäre es am besten. Richtig. Ne? Da haben wir es zentral, das ist für die Kooperationspartner geiler. Ja, wenn richtig. Gewinn abfällt, teilen wir es halt und fertig. Ja, so ist das halt. Ne? Es soll ja auch der Spaß im Vordergrund stehen, ne? Das ist ja halt schon so, aber es muss sich natürlich auch, sagen wir mal, rentieren, dass wir nicht... Ja, das ist rentieren plus minus null, ja, sollte es mindestens das sein. Das mindestens, ne? Das ist halt so das, ne? Weil wenn du dann Produktion machst, ne, hast du halt gewisse Kosten, aber im Endeffekt soll der Spaß im Vordergrund stehen, aber ich denke, wenn man das vernünftig mit einem vernünftigen Konzept angeht und auch mit einem vernünftigen Fahrplan und so weiter, könnte das definitiv gut werden. Ne, liegt natürlich auch immer an uns und an unseren Ideen. Und wenn ihr da Ideen habt, schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt oder meint, was auf jeden Fall in so einem Koch-Stream oder Koch-Event auf jeden Fall mit rein soll.
Vielleicht ist ja das ein oder andere Interessante dabei, ne? Man weiß ja nicht, ne? Ja. Ach, du fährst da lang. Okay, gut. Ich fahr da. Ja, ja, ich mach da. Fährst du rechts rum? Dann fahr ich... rechts rum. Ah, okay, gut. Wo ich jetzt bin. Ja gut, dann fahre ich jetzt hier, mache ich dann immer kehrt hier und dann passt das Ganze. Sehr schön. Ja, man hat so wieder einen schönen Auftrag rausgesucht, ne? Das ist... Die, ja. Bitte, sie, nicht wir. Ja, gut. Sonst hast du ja immer gemacht, jetzt habe ich mal gemacht. Ist ja... Gehobst wie gesprungen. 100.000 haben wir schon wieder auf dem Konto, haben wir eigentlich noch Kredit? Ne, wir haben nie Kredit genommen, ne? Also bisher. Nee, haben wir bis jetzt noch nie gebraucht. Nee. Warum nehmen, wenn ich brauche, gerade bei den Zinsen aktuell. Ja, richtig. Es ist maximal, ne? Ja, ja. Wie sieht es überhaupt um die Uhrzeit aus? Um die Uhrzeit sieht es aus, dass wir soweit fertig sind, Randy. Ah, Wahnsinn. Nur dann. Ja, danke fürs Einschalten, Leute. Ja. Däumchen nicht vergessen, schreibt gerne eure Meinung zum Kochevent rein. Was muss auf jeden Fall in einem coolen Kochevent mit dabei sein? Gerne bei Randy oder bei mir in den Kommentaren schreiben. Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.